So, liebe Jugendliche, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendlandtags, ich darf noch einmal ganz kurz zusammenfassen, diese zweite Entscheidungsphase, die Abstimmung über die Anträge. Wir haben 6 Anträge behandelt und abgestimmt und es wurden alle 6 Anträge angenommen. Bitte, ich kann geklatscht werden. Davon einer einstimmig, viele relativ deutlich, aber es war auch ein knapper Antrag dabei. Danke dafür. Dann schließe ich jetzt auch offiziell diesen 6. Tagesordnungspunkt und ich darf zum 7. Tagesordnungspunkt Zusammenfassung und Ausblick kommen. Ich darf mich zunächst im Namen aller, vor allem auch von der Präsidentin, die heute Nachmittag ja nicht hier sein konnte, und in meinem Namen, im Namen aller hier sonst unter Anführungszeichen tätigen Politikerinnen und Politiker, im Namen der Landesregierung, im Namen der Landtagsdirektion und sicher auch im Namen von Akzente ganz herzlich bedanken, dass Sie mit ganzem Herzen sich eingesetzt haben für diesen heutigen Abend. Unsere Vorfahren haben die Demokratie in Europa hart erkämpft. Uns ist sie vielleicht ein bisschen in den Schoß gefallen, gerade wenn man die letzten Tage auch sieht oder wenn man auch in Europa nicht so weit schaut, merkt man oder sieht man, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir haben die Aufgabe, das zu schützen und das weiterzuentwickeln, damit wir auch die Demokratie an unsere Nachfahren weitergeben können. Und ihr alle habt heute bewiesen, dass die Salzburger Jugend, und da seid ihr die Vertreter, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Wie geht es jetzt weiter mit den Beschlüssen? Sie werden in den nächsten Tagen an den Landesjugendbeirat als gesetzliche Vertretung der Interessen der Salzburger Jugend und an die Landesregierung weitergeleitet. Zusätzlich wird sie über den Weg der Landtagsdirektion den Petitionsausschuss des Salzburger Landtags zur weiteren Beratung zugewiesen werden. Und im Petitionsausschuss werden Sie dann an einem der nächsten Ausschusssitzungen beraten. Ihr werdet alle über diesen Termin in Kenntnis gesetzt und die Gruppensprecherinnen und Sprecher werden auch eingeladen, dass sie sich bei dieser Sitzung als Einbringende, dass sie dabei sein können und dass sie die Anträge dann auch entsprechend selber vorstellen können. In diese Verhandlungen wird auch die Stellungnahme des Landesjugendbeirats einfließen. Unsere Aufgabe als Landtag wird es sein, mit der Landesregierung die Umsätze dieser Beschlüsse weiter zu verfolgen. Und Sie werden dann auch in den nächsten Monaten einen Bericht darüber, was mit den Beschlüssen in weiterer Folge passiert ist oder was hoffentlich auch passieren wird, in Kenntnis gesetzt. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr möglichst viel davon oder wenn wir möglichst viel davon Wirklichkeit werden lassen können. Und es gilt das Versprechen, dass wir uns dahinter klemmen. Sofern noch Fragen zur Vorgangsweise oder überhaupt zum Jugendlandtag auftauchen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich an uns wenden. An uns meine ich jetzt Akzente oder die Landtagsdirektion oder an die Landtagspräsidenten oder an mich, wenn Sie sich entsprechend dazu wenden, wenn irgendwas noch unklar sein sollte.